Heidschuster.de. Ja, was? Ich darf ja hier wohl noch aufnehmen. Warum schubsen Sie mich? Ich habe den Abstand 1,5 Meter. Warum schubsen Sie mich? Ich bin 1,5 Meter weg. Ich stand überhaupt nicht im Weg. Ich laufe rückwärts. Das ist alles dokumentiert. Wurden Sie gerempelt, oder? Ich bin nicht auf einem anderen verloren. Ich bin auf hier auch wieder, schauen Sie diese brutale Qualität. Was heißt, geh nach Hause, ich mache hier genauso meine Arbeit. Au, ich mache genauso meine Arbeit. Ich habe den Presseausweis gut sichtbar, ich muss nicht weitergehen. Ich sehe Sie hin, dann gehe ich jetzt hinter, ja? Ich habe es doch gerade mit, au, ich habe doch gerade mit, au! Au, au! Au, warum machen Sie das? Ich habe den Presseausweis gezeigt. Sie haben ihn hier. Au! Gegen den Baum, Sie haben den Presseausweis gesehen. Ja, dann gucken Sie nach vorne und laufen Sie bitte weiter. Warum lassen Sie mich nicht arbeiten? Sie sollen weiterlaufen. Ich habe hier den Presseausweis. Lassen Sie mich arbeiten. Ich habe den Presseausweis. Lassen Sie die Presse arbeiten, bitte. Lassen Sie die Presse bitte arbeiten. Warum behindern Sie Pressearbeit? Also Sie sehen da hinten brutale Szenen und man, jetzt werde ich wieder von hinten geschubst. Sehen hier, wie die Polizei wirklich auf brutale Art und Weise hier, obwohl ich wirklich, also ich habe den Presseausweis umhängen. Ich habe ihn auch mehrfach gezeigt und das interessiert überhaupt niemand. Und dann wird aber immer, also, oh, jetzt hier wahrscheinlich auch ein paar blaue Flecken. Also wirklich sehr brutal in einer Art und Weise, die in einer freiheitlichen Demokratie einfach nichts verloren hat. Und ich habe das vorher auch schon gesagt, die Polizisten aus Sachsen-Anhalt, die haben sich anständig in meinen Augen verhalten. Auch viele Berliner Polizisten, Gottes Willen, will da nicht alles über einen Kamm scheren. Aber hier sind schon Truppen dabei, wo, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken, nicht den Eindruck habe, dass das Bürger in Uniform sind und ich da also eher in der Nacht nicht unbedingt über den Weg laufen wollte. Untertreiben und nichts zu untertreiben, also das habe ich gesehen und das fixiere ich dann auch. Schubsen Sie doch nicht ständig. Ich habe doch den Abstand. Ich mache doch nicht. Ja, wieso? Sie wollen. Ja, nein. Also, Sie. Es muss doch nicht sein. Au, schon wieder jetzt gegen die Wand geschlagen. Muss das sein, Nummer 3312. Der Herr Kaplitz, ich habe. Au! Was schubsen Sie mich, Nummer 33225? Willst du es mit einreihen oder was bei der Pullkette? Was? Ey, ich darf doch hinterherlaufen. Ich darf nicht, ich habe 1,5 Meter Abstand. Was ist denn? Ja, also Entschuldigung, ich habe hinten keine Augen. Ich laufe nicht in der Kette. Also wirklich unglaublich, wie man hier versucht, diese Bilder zu vermeiden. Das ist einfach nicht rechtmäßig. Und ich muss wirklich sagen, also das ist hier ein sehr unentspanntes Arbeiten, wenn man sieht. Warum? Nein, ich bin auf dem Gehweg. Ich darf, ja. Warum schlagen Sie mich? Ich habe hier, da ist überhaupt keine Behinderung. Nein, Sie wollen verhindern, dass ich filme. Wieso? Schauen Sie mal, wo ich hier, er stoßt mich auf die Straße, die Nummer 92030, obwohl das gefährlich ist. Also man muss normal von der Straße runter. Das ist also eklatante, das hat nichts mehr mit Polizeiarbeit in einem Rechtsstaat zu tun, wenn man hier Journalisten mit, nein, das hat nichts mehr mit Polizeiarbeit im Rechtsstaat, das hat nichts mehr, ich bin fünf Meter weg, das hat man auch im Stream gesehen und Sie haben mich gedrückt und das geht einfach nicht. Also Herr 2930, vielleicht entschuldigen Sie sich bei mir, dann ist es okay, aber Sie können sich nicht so verhalten. Das geht einfach nicht, Herr 92030. Und was wir jetzt hier gerade erlebt haben mit der Polizei, also ich bin wirklich 2 Meter weg. Man will einfach verhindern, dass diese Brutalität gezeigt wird. Und dafür ist Presse da. Das ist die Grundlage des Presserechts. Dazu haben wir unseren Job. Und ich bin wirklich fassungslos. Man muss das nächste Mal, muss ich wahrscheinlich wie ein Eishockey-Torwart hier auftreten mit
Knieschützern und mit all diesen Dingen. Und man weiß das, ich spreche das in der Bundespressekonferenz an. Die Kollegen sehen das auch. Und es ist einfach, es ist den Medien und der Politik einfach egal. Und nicht mal die FDP oder ja, wer ist noch Opposition, auch die Linke, ihr wisst ja eigentlich. Ja gut, die Linke ist jetzt ein schlechtes Beispiel, die Partei meine ich als solche. Aber wie das jetzt hier gerade ging, wo er mich sogar beim Namen ruft und dann anschreit und abdrängt gegen die Wand, das ist schon eine persönliche Aggression. Das ist eine Ebene, die, also wenn hier, bin ich jetzt mal gespannt, wenn die Berliner Polizei da wirklich noch auf alte Traditionen Wert legt, dann müsste jetzt hier am Montag müsste die Entschuldigung da sein und die Erklärung, dass das intern abgeklärt wird. Aber ja, ich lasse mich gerne mal positiv überraschen. Also jetzt haben Sie auch noch eine kostenlose Zeitansage. Ah, Entschuldigung, ja, den habe ich. Danke. Also, störe ich eine Maßnahme, wenn ich nicht sehe, dass hinter ja, mir... Ich störe dass, ja, eine Maßnahme, weil wir gerade... Ja, aber das habe ich ja nicht gesehen, ja. Ich bin ja sofort zur Seite. Au, was schlagen Sie mit? Au, jetzt hören Sie doch, ja, Sie haben nicht aber ja, gestoßen. Aber stoßen Sie. Sie stoßen, warum stoßen Sie? Also. Hier geht's wieder weiter. Es wird hier wieder, sehen Sie, er wird hier gegen die Wand gerammt wie beim Eishockey. Also die Berliner Polizei könnte auch Eishockey spielen. Ich bin zwei Meter weg. Es ist keine Maße. Ich bin zwei Meter weg. Ich kann in der Lautstärke reden in einer Demokratie, in der ich reden will. Das ist nicht verboten. Wieso soll ich mich entfernen? Ich kann hier aufnehmen. Das ist mir egal. Sie haben kein Recht, hinterherzukommen. Ich habe ein Recht zu laufen. Das ist kein polizeilicher Bereich. Zeigen Sie bitte Ihre Nummer, was schreien Sie mich an? Sie sind eine Amtsperson. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich brauche mich nicht entfernen. Also das ist ein Umgang wirklich nur aus Moskau, kenne ich das. Das war hier Nummer 33320. Da müsste man eigentlich gleich zu meinem Kablitz. Das ist unglaublich. Also unfassbar. Und diese Aggression, also er kannte mich ja auch, hat mich auch beim Namen genannt sofort. Das heißt, er weiß, wer ich bin. Und es ist phänomenal, muss ich sagen. Phänomenal. Wir sehen uns so. Reitschuster.de